Fernand Schilz, Carol Burkel, Mosamim, Toni Tintinger, bekannt Thun, Anouk Antoni, Olivier Meli, René Spautz, genannt Drin, für seine Kollegen auf Rhin, für was diese Zeit? Ich denke, ich habe vorhin den Neuwerden gesagt, dass das ein ehemaliges Zeit ist, das Steng mit Fotos, das ist einfach schön. Normalerweise kennen die aus den Galerien, die steril weiß, wenn, wo Fotos drauf hängen, eng wie die anderen. Hei, wenn ihr nur hei guckt, es hängt kein Foto wie die anderen. Das sieht als ehemalig an. Ich als Organisator mit meiner Frau zusammen muss auch da so, wie für die Zeit mich dann immens interessiert. Es sind nämlich drinnen, um Fuß von der Burg auf die Welt zu kommen. Da leidet ganz nur, dass der hei etwas wollt machen mit den Künstlern. Fernand Schilz, also die erste Kreier, wo du hier ausstellst? Nein, das ist nicht die erste Kreier. Ich war schon hier und das war auch eine ganz flotte Ausstellung. Mir ist aufgefallen, die schöne Naturfotos, Lohunisch, ganz gezielt hier auf das Foto geguckt und ich merke einen Unterschied zwischen den Farben. Kannst du eine kleine Explikation dazu geben? Ja, der dient, wo der gesieht längs, der das ein kleiner Weiher gewischt, wo neues Freizun ob Dalgen eigentlich geliecht und durch den Grengton an der Tandrun, der zwei von den großen Weihern, dafür ist die schön am Blauen und dafür sei den flott die Spiegelungen am Wasser von Grenger von Blau, ja. Und dann gebe ich natürlich noch ein froh Interessieren und zwar für was gerade Naturfotoren? Das ist für kleine Muse gekommen. Ich bin mit 12 Jahren schon mitgegangen mit der Société Mykologique für Champignons kennenzulernen. Und mein Mann, also mein Papa, sein Bruder, den hat an der Kamera Lützburg, war der Naturfotograf. Hat mich immer mitgeholt, hat mich fasziniert. Gibt es ein Lieblingsdeer? Ja, der Seeadler. Der Seeadler, aber wo kennst du Lodoron? Ja, weil ich das einfach ein imposantes Deer fand. Und wenn ich sehe, wie hoch so etwas an die Luft schrauben kann, das fasziniert. Und dann habe ich noch eine letzte Frage, und zwar, wenn ich Naturbilder gucke, muss ich schon eine gewisse Zeit abrechnen und natürlich auch Material. Ein Aufhänger, aus dem kapabel direkt so schöne Aufnahmen zu machen. Es gibt zwei Voraussetzungen. Die erste ist Geduld. Dann soll ihn auch sich dokumentieren ein bisschen, indem ihn guckt, was will ich fotografieren, wie leben die Tiere, auf welchem Biotop leben sie, was sie flott alle Zeiten, wo ich Foto machen kann. Und dann denke ich, wenn ich das richtige Material habe, dann geht ein bisschen ungeleiert und leiert in sich selber und dann misst er das aber gut. Ja. Lieblingslens? Das sind im Moment 600 mm. Auf was für eine Kamera? Ich will einen kennen. Ich kenne verschiedene Sorten, ein D5, ein D. Also ich bin im Moment ganz mit Canon ausgerüstet. Die habe ich heute 20 Jahre, das war mein erst Canon. Die ist relativ stabil nach immer an. Ich bin einfach immer dabei. Ja. Okay, mal da so eine D-Ferner. Merci. Und da gehen wir bei den nächsten Künstlern gucken. 24 Fotografen haben ausgestellt. Die 24 Fotografen, wie die zu Sterne kommen sind. Hast du sie einzeln gefragt? Wie ist das gegangen? Das Ganze hat sich am Anfang schon am letzten Jahr, natürlich 2020, rauskristallisiert, dass wir wollten, auf der 14. Burg eine Ausstellung machen. Da kam die Pandemie dazwischen. Wir hatten aber einen Abruf gemacht auf Facebook. Für Fotografen zu finden, die interessiert wären, hier auszustellen. Und da hatten wir eine Reunion. Da kommen die zweite Welle, oder kommt die dritte. Ich weiß auch nicht, wieso nicht, während der Wellen so viel. Da haben wir sie aufgesucht, die Ausstellung. Obwohl wir schon viel investiert hat, erbisch, nicht nur Geld, wir hatten viel erbisch dann investiert. Wir hatten aber zwei Reunionen mit den Fotografen. Dann das Jahr haben wir 9-0 aufgeholt. Zölle sind aufgegangen und der Erfolg ist das dann da. Carol Burkel, ich habe gesehen, wunderschöne schwarz-weiß Fotos über die Architektur. Erstens, wie war schwarz-weiß und zweitens, wie war Architektur? Ich mache nur seit 3 Jahren Fotografie und ich habe schon viele Sachen ausprobiert. Nur als aber die Architektur, Fotografie, was mir am meisten gefällt.
Auf das Schwarz-Weiß zurückzukommen. Du fandest es mir schön, dass von Detailer für Detailer mehr, wenn sie verschaffen, Fotos, für das Detailer besser rauskommen am Schwarz-Weiß. Wie du zu viel am Farbischen zu lösen. Ich fand, du kannst Detailarchitektur besser raus. Wenn ich zum Beispiel das Platz hält, weißt du noch, wo es das gemacht ist? Natürlich. Das ist eine Residenz auf der Kloster und das ist die Residenz Aster. Und die hat ein ganz schönes Facette mit Balkon und du kann ihn als Fotograf oder wenn ich will, kann ihn du verschiedene Art und Weise holen, für die Balkon durchzustellen. Du hast angefangen vor 3 Jahren, du hast ein bisschen experimentiert. Mit was hast du experimentiert? Ich schwätze noch nicht von der Kamera, aber ich schwätze von den Objekten. Was hat dich irgendwie mehr hingezogen zum Thema, das du probieren wir mal aus? Vielleicht habe ich mit Landschaften ein bisschen probiert und auch mit Zisch, schon ganz viel Zisch immer fotografiert. Ja, und du nur alles ein bisschen. Was ich so begehen tun, habe ich probiert. Aber die Architektur ist das, was mir am meisten gefällt. Du hast auch so Tisch, da bin ich ein bisschen als Frau erstaunt, weil das so normalerweise, das ist zwar klischeehaft, ich weiß es, normalerweise sieht eine kleine Bauf, spielt man Zug. Und ich da Männer, die sich für Zug interessieren, wie bist du dazu gekommen, was Bezug ist zum Zug? Mein Papa, der aus Eisenbahn und hat uns immer viel von der Eisenbahn gezählt. Und irgendwie, ich hatte einfach immer Lust, das hat mich fasziniert, die großen Maschinen und ja, das hat mir Spaß gemacht. Wenn du genug hast mit der Architektur, Entschuldigung, dass du dann nicht auch abhältst mit den Fotos machen, hast du irgendwie eine Idee, die du nach hast, wo du siehst, das muss ich unbedingt erst probieren oder wo da der muss an den Fanger brennt, für oft drücken beim Fotoapparat? Ich muss noch ein bisschen Langzeitbelichtung, das will ich noch unbedingt ausprobieren, weil ich da noch nicht, da habe ich noch nicht so viel Erfahrung darüber. Ja, und da gehen inzwischen noch andere Bereiche, wo ich mich noch kann. Besser, also wo ich noch kann besser gehen. Austoben genau. Okay, die 24 Künstler, was begeistert dich unter den 24 Künstler, wie du sie alle gut dabei nie gesehen hast? Wir kennen uns ja schon von hier von da. Und ich fand, wir sind eine gute Equipe, wir vertrauen also alle gut mit denen. Und das eben, du hast keine, wie ihn so sieht, die Männer und sein Teufel. Also, das ist eine gute Ambiance und das gefällt mir eben ganz gut. Und das ist die erste Kehr auf der Fjellshai, wo es der Matt muss. Ja. Der Tisch geht davon aus, dann noch nächstes Jahr, aber müsste Matt oder siehst du dann nicht, dann meine Schläfer irgendetwas anderes. Wenn sie mich nach Rankia wollen, sind ich gern dabei. Wir gehen zurück. Merci, Carol. Merci. Den Erfolg muss ich sagen, als wirklich da, ich sehe auch wirklich all der ganz viele Leute kommen, die das Schäferdo bestaunt tun, die haben mich kritisch, die haben mich mit Herz geguckt, die haben mich an den technischen Bereich analysiert. Wie erklärst du dir die gute Ambiance zwischen den 24 Künstlern, wo du der muss jedem wirklich etwas Ernstes mischt? Also meine Meinung nach, wie kann ich ja selber fotografieren, als den Erfolg von unserer Ausstellung, dass wir es nicht der Konkurrenz gesagt haben. Das heißt, wir haben den Thema, wo dann ein Fotograf darauf hinschafft, und dann haben wir das Resultat von dem Thema auf einer Exposition weist. Das ist oft an Fotos, Clip, Astad, so, da kann die Konkurrenz denken. Hier hatten wir an Reunionen, haben wir lange darüber diskutiert, wie bringt was? Wir haben aufgepasst, dass man keine Überschneidung sollte kriegen von den Themen. Und die sind nicht da. Wir hatten nach massische Themen gehabt, die wir Fotografen nach hätten können beiholen. So, dass Datei einfach eine Ausstellung ist, wo kein muss fährten, dass er gegen den anderen sich muss behaupten. Es geht just um dem sein Foto, wie er präsentiert, Themen werden freigestellt. Außer Themen, die sich ein paar Mal überschnitten hätten. Ich meine, mit Wildfotografie zweimal, wenn ich mich
nicht ihren mir so oder dreimal um eine Weltfotografie. So ist für mich kein Thema, was sich mit dem anderen überschneidet. Mosamim, du bist hier auf der Pfälzer Ausstellung. Ich sehe farbig an schwarz-weiß Fotos. Wie passt du dazu kommen, für die zwei zu mischen? Also am Fungehol impressioniert mich das farbig von der Natur ganz viel. Das ist aber so, wenn ein neues Frei um Stausee rundherum geht, dass ein zumal am Winter oder am Frühjahr, wenn der Nivel nach oder Schnee leidt, dann ist es dann so ganz spooky um Stau. Und da kommen da so Bilder wie die Doten raus, wo ein altes Fischerboot um Gang aus innen zu gehen, an der flotter Spiegelung von der Beam. Und ich fand, die Bilder sind ganz einfach und die Filme ausdrucken am Schwarz-Weißen. Dann hört ihn dann wie ein Brick, auch der vom Stau, der du hast, der du füllst, auf Asch-Sauerhof. Fand ich einfach am Schwarz-Weißen wirkt das viel, viel, viel besser. Für mich persönlich nur, weil bis mir ja an die Architektur geht. Dann hat den Hai die Schlammauer um Pont Misère. Das ist ein Foto, wenn ich mich nicht irre, aus dem Frühjahr, wo die Alblätter noch nicht aufgeworfen wären von den Büschen. Das geht da ein bisschen mit den rhodotischen Effekten und das hat so ein bisschen etwas. Ja, dann haben wir hier auch die Schlammauer. Da wäre schon wie für ihn. Und dann durch ich, hi hi, da sind wir zu einem Fischerboden auf weh und ein roter Paddel, das tut da etwas. Und dann ein Auto geparkt, raus und dann die Fotogeschoss und das ist dann das, wo ich dann ein bisschen den Effekt hat von dem roten Klacks auf der Foto von der Statue dann etwas. Das sind dann die Wow-Bilder, die am Schwarz-Weiß wahrscheinlich gar nicht verwirken. Mayo, wenn ich die letzte Explikation noch gelauscht habe, dann denkt ihr ja natürlich, sind so Fotos nicht auf 5 Minuten gemacht, die hängen wirklich zufällig, die anderen, wo ich sich mir lang dahin stellt oder sitzt oder lädt, erwartet. Ja. Eine Anekdote, kannst du uns eine kleine Anekdote erzählen? Ja, natürlich. Von diesen Fotos hängt natürlich noch kein Heu mit Schwester Jenka und der Nürst, zwei Sauern auf jeden Fall. Richtung Kaunriff und da kann ich dann Bursch im Menschen fotografieren. Dann wäre ich dann mit der Langzeitbelichtung umgegangen und ich hatte ein Auto an den Himmel geparkt. Und war so schon so spooky, weil alles so deutsch da war und du knisterte und ich dachte, oh, hier ist bestimmt noch irgendwo hin. Und du siehst, dass mein Auto umgegangen wäre, die Bursch aufzurollen. Oh Gott sei Dank, komisch, wie auch immer, sind ich dann an den Druck gelaufen und innen aus einer Leitplank und dann hast du das Auto dann gemütlich da ran gedreht, ohne größere Schuhe, Gott sei Dank. Aber bon, dann guck dir mal ein bisschen komisch dran, ja. Miami war ja so eine kleine Geschichte, dass das eine Geschichte in Erinnerung hat. Ich wünsche dir noch viel Freude, für so weiterzumachen. Und natürlich auch ein paar Anekdoten für nächstes Jahr eventuell. Merci Alain, ich gehe nun dich zurück. Merci auch. Toni Tintinger, bekannt Thun, einfach. Ach, ja, für die Alfren immer Thun. Voilà, den Fotos hier. Wie verschaffst du sie, oder besser gesagt, eher diese verschafften möchtest ja, jo. Das kann ich schon sagen. Die Fotos gehen komplett am Deichstreck gemacht. Und bis so ein Foto fertig ist, kann es sein, dass ich 10 Mal ein bisschen neu von 4 aufhängen kann. Und die Linz, die ist ab zwischen 5-10 und einer 4 Stunden. Da wird die ganz schwach belichtet mit einer Lut, die Ball nicht einen Millimeter Durchmesser hat. Und dann muss ich das alles ausstreichen mit der Lut. Und dann gehst du das Foto, wenn du fertig ist, von der Kamera ein bisschen zu, gehst du gucken, guckst und dann siehst du, du hast aber effektiv das tun nicht drauf. Fängst du einfach 4 an. Und das kann bis 10, 12 Mal gehen. Du siehst die Fotos, die ich gemäht habe, und du warst 14 Tage am Gang. Du musst ein bisschen altdurbst ausfüßeln und gemäßen, weil mein Stil, für den du Stil, den Mann schon hauptsächlich war aus der Gastronomie, komm mal Zeichen aus der Gastronomie, das wird so ein, in diesem Fall gemäß. Aber in Wirklichkeit, wenn es eine Chance ist, ist dein Foto fertig an einem Tag. Wenn es ein Pasch ist, passt der 14 Tage am Gang. Das Gemäß, wo du siehst, das siehst du dir selber raus, ja. Ja, du musst auf die Karte. Ja, ich meine doch nie wäsch.
Du, ja, ja, als Kachel. Ja, 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 ja. Und den Kurve habe gesehen ich auch auf den anderen Bilder. Du hast keine Kurve, du hast dann nee, schon ganz viele Tensilen. Okay, müssen. Food, also so, für Food zu machen, musst du ganz viele Tensilen sehen. Dafür sind schon immer froh, weil Leute kommen nicht so, da habe ich schon an alle Kneipchen. Nein, mach immer den. Kann ich nicht wäschen. Weil das sind die Sachen, die sind immens gut auf einem Foto. Engel Vorschalt, engel Lüsch. Das sind all die Sachen, die ich sammle. Aber wenn du da bei mir guckst, ist schon eine ganze Schar voll des Krimchen. Meine Frau sagt immer, geht da alles in meiner Wäsche? Nein, das geht alles gebraucht. Das heißt, du bist der Vintage, Toni. Ja, das, die Fotos sind dadurch erschienen, durch die anderen Sachen, die mit angebaut gehen. Du bist kach gewischt, mit also einem großen Geschick. Wie bist du ob eigentlich die Genre kommt für Foto? Ich habe ein Foto gemacht, bevor ich an die Küche gegangen bin. Ich war früher bei der Frankfurter Allgemeine für Posum und dort neben Lanz zu verdienen. Und ich habe angefangen, Fotos zu machen, um mit den Fotografen dort zu lehren. Da habe ich praktisch 40 Jahre, wo ich in der Gastronomie war, kein Foto mehr gemacht. Da habe ich mit mir angefangen. Und da hast den Thürias Magazin als immer den besten Fotomagazinen für Sterne-Cash für die Rezepte zu machen. Und dann hat mir gesagt, Toni, du hast da immer ein Foto gemacht. Schick mir mal ein paar Fotos mit den Rezepten. Und du siehst, ob die dir kommen, für das zu machen. Aber ich wollte schon einen speziellen Genre machen. Und dafür sind ich gegangen, ich bin auf Mailand hat bei Fotograf Lehre gegangen. Und die Fotos sind gemacht, wie der Caravaggio, den am 16., 17. Jahrhundert gemalt hat. Den hat auch immer so gemalt, wo Schirte rauskommen sind, bei zwischen Kirchen oder so, Fenstern und so. Und dafür ist der Stil mal da, da stehen Fontun für meinen Stil zu machen. An Zukunft kann ich da erwarten, dass du auch weiter Foodfotos remüsst, vielleicht auch ein einer Erder weiß. Ja, schon ein neuer Stil, den am selben ist. Ich schon da eine Idee, für nach einer Profile dran zu bringen, die von dem dort der Licht drauf geht, mit dann quasi, das immer am Start ein Foto machen. Wir schon da etwas Neues, das wird auch nach demnächst, denke ich, sie kriegen. Mal, da sind wir gespannt, ob sie in Next Expo. Ich gehe zurück zu Maler. Merci. Für ein Jahr gibst du an dem Genre da weiterführen, dass das Konkurrenzdenken nicht abkönnt? Oder siehst doch du, wir müssen als irgendwie etwas Neues, aber trotzdem für die Leute zu bieten, etwas anderes auf alle Lose? Bei mir schon darüber geschwärt. Ich meine, wir sollten mal Leute mit verschiedenen Fotografen dürfen. Ein paar zu hören, und da sind auch schon von einzelnen Fotografen Ideen abgeworfen gehen, ganz gute Ideen. Übrigens, eine Idee ist zum Beispiel für nächstes Jahr ein Fotosausstellung zu machen, aber nicht heim, aber vielleicht zuerst sauer, matt burschen, das heißt, das gibt ein bisschen um vier Bild von der Konzertstellung zu feiern, dass die von einem Seite auf den anderen führt. Das alles an der Kanne schon, dass die noch durchgehen, das auch schon die noch durchgehen, heim etwas zu machen. Aber wenn wir etwas machen, dann denke ich nicht, dass der Weg dahin geht, dass wir uns für eine Konkurrenz stellen. Das meint Fotosclip, die meinen das gut und die sollen das auch machen. Das sind ASBL, das sind Vereine, das ist etwas anderes. Das heißt, ein Kollektiv einfach von Fotografen, die unabhängig sind, die nehmen das ein bisschen mehr professionell wie den anderen. Aber das schürt der ganze Sache nicht. Ich denke, das heißt einfach, die Ambiance beweist, dass Vorgehensweise am Anfang von dieser Ausstellung, die richtig ist. Bon, ob ich da muss Copy-Paste nächstes Jahr machen, das weiß ich noch nicht mehr. Ich denke, irgendwie Anfang vom Jahr setzen wir unsere Menschen alle gehen zusammen, vielleicht noch andere dabei, und dann diskutieren wir, für das Beste rauszukriegen. So wie wir das gemacht haben, das Schied für jemanden angebunden gibt, das nicht einfach, der Rennen hat das organisiert. Nein, wir haben das zusammen organisiert. Und das ist wichtig, dass nicht jeder den organisiert hat. Heute sind da 25, 24 Fotografen und nicht, plus meine Frau. Anno Gantoni, das ist die erste Kehr, wo du hier auf der 14 Burg stehst, auf der flotten Ausstellung hier. Als Journalistin und als Fotografin hast du natürlich ein bisschen Erfahrung an dem ganzen Domain. Wie bist du heute dazu gekommen, für heute zu machen?
Meier ist sie gefroht gehen vom Rinn. Das am Anfang war ich ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es so schauen. Mit Wert auch stellen ich wirklich ein Thema, was mich privat interessiert aus. Oder stellen ich journalistisch Fotos aus. Und ich habe mich aber decidiert, für das für die Open auszustellen, weil es einfach ein Thema ist, was mir am Herz liegt, wo kleine Mann sinnisch mit den Händen zusammen. Das ist einfach ein Teil von mir, wo ich nicht will müssen. Und ich meine, wo ich bis in den späten Alter nach werde, immer ein Teil haben, und auch für die Ausstellung. Und das ist ein flott Ausstellung, dass die erste Kehr auf der Fels, ja. Ich gesehen, du hast deinen kleinen Fotoapparat dabei. Ja. Ich denke, dass du bestimmt noch andere Fotoapparaten daheim hast. Kannst du ein bisschen eine Erklärung dazu geben, wofür es die Klängen du immer dabei hast? Und was willst du daheim oder professionell so fotografierst? Den hier, den habe ich noch nicht ganz, ganz lang. Das ist ein Canon GXX. Und ich bin ganz, ganz zufrieden damit. Ich kann den Leuten nicht mehr empfehlen, die viele in der Weh sind, die zum Beispiel auch nicht viel will matt schläfen. Geht eine Kompaktkamera largement durch. Mittlerweile gibt es ganz viele Modelle. Und ich meine, auch du weißt ja als Fotografin, ja, wie viele Serien es gibt. Und wir sind halt so nicht, wer die soll kaufen. Also ich gehe nicht einzeln an den Verkauf von den Apparate an, aber das etwas, was ich muss wissen, erstens, was will ich fotografieren, was kennt mich, mich lang froh machen, Spiegelreflex, Hybrid, Kompakt, und ich muss heinst du gestohlen, und ich weiß, dass Leute gut nicht froh sind, die viel Fotos machen, mir heinst du manchmal auch gut faul Fotos am Handy. Also ich auch. Und so dann noch ein Schuss dabei, wie sein Handy. Und dann sind die noch aus der Tasche. Ne? Genau, dann ist das einfach. Ja. Was ich vielleicht heute nach Kaso von den Muppen, die Fried zusammen zu schaffen mit den Händen, das einfach tut die Möglichkeit als Fotograf Dealer zu fotografieren, das ich erklären muss, Details, ein Ohr, ein Ahn, wo ganz expressiv ist, ein der Knus, der Spaut, bei der Schnuff, oder eben ein Porträt zu machen, wie wir es kennen, als Porträt von einem Mensch. Und das fand ich ganz interessant, ich habe mich eben das interessiert, und noch mehr konzentriert auf das Porträt, das ist der ganze Kopf, wo ich noch den Blick dann gesagt und voilà. Dann sage ich dir vielmals merci für den flotten Interview, den du gegeben hast, und auf weiter viel Erfolg. Merci, Mim. Rön, ich sage dir vielmals merci und ich wünsche mir dann auch nächstes Jahr und all die kommenden Jahren, dass wir vielleicht alle gut darum zusammenkommen, vielleicht andere Leute, vielleicht dieselbe. Vielmals merci, Rön. Olivier Meli, ich bin begeistert, wie ich den Foto gesehen habe. Erstens deren, dass das auch Menge ist, und dann ein ganz, ganz extra Manier für sie zu fotografieren. Gib ein paar Erklärungen. Also die Fotos, die ich habe, sind Fotos von innen. Die sind empfangen, erstaunen, dass schon ein Fotograf zu den Sierstern von Litauen, dass den empfangen die Fotos gemacht hat. Und da war ich immer ganz begeistert. Und dann habe ich seit das Jahr probiert, die Dua Kunst auch an meinem Stil zu machen. Und dafür habe ich dann ein Glasblock, wo ich dann will, wo dann Tieren auf das Glasblock drauf gemacht gehen, aber ich dann Fotos von innen holen. Das ist, verstehe mir das richtig, du leist du ganz innen dem Glas, an der Hoffnung, dass das Glas nicht irgendwann ein Kerl beim schweren Tier zusammenbricht. Nein, am Anfang nicht. Also Glas ist schon auf Moos gemacht und du kann ich quasi bis 80-90 Kilo drauf setzen, und der Fotograf, der Fotoapparat, den aus innen dem Glas, und das sind nur mit einer Telekommando empfangen. Das ist dann ausschalten. Und Belichtung? Belichtung habe ich von den zwei Seiten, habe ich da vom Dusch, den Dusch mit 1,10 Meter, auf 85 Spreit.
an 1,40 Meter lang. Und meine zwei Flaschen die sind dann auf den zwei Seiten, wo dann Leute dann auch von innen drauf können. Also sind die ja drin gewischt, was du carrément sich refusiert hast, hier drauf zu klammern? Am Anfang nicht. Also wenn die drauf gehen, haben sie ein bisschen Angst, aber dann fangen sie dann einfach mit ihnen ein bisschen zu spielen, mit den Leckerlien und dann fangen sie sich aber wirklich auch wohl zu fühlen und dann klappt das schon. Deren in Zukunft, sehen wir dann auch viele Fotos von dir mit deren oder gibst du das selbst dann ein paar mit den Menschen eventuell? Mit den Menschen auf Glas meine ich, das ist ein bisschen mehr kompliziert. Ich habe schon Tests gemacht, wo ich nicht schlecht gemacht habe. Aber ich würde mich auch probieren, noch mich speziell deren drauf zu setzen. Viel zur Bursch, also die erste Kehr, die du hier erstellst? Ja, das ist die erste Kehr, die ich hier erstelle und so ein großes Eier hier erstellen. Na ja, dann sage ich dir vielmals merci und ich wünsche mir nächstes Jahr nach mir Fotos von dir zu sehen und vielleicht auch einmal der Jungen.